Hallo, Arion. Hallo. Was ist los? Ich vermisse meinen Pater. Ah, möchtest du darüber sprechen? Nein. Na gut, du musst nichts sagen. Aber du kannst zuhören, wenn du willst. Von mir aus? Ich habe meinen Vater auch verloren, als ich klein war. Ich bin weit, weit weggelaufen. Mein einziger Freund auf der ganzen Welt war Ikaros. Eines Tages warf ein Idiot einen Stein und brach ihm den Flügel. Was hast du getan? Ich habe ihm hiermit die Finger abgeschnitten. Der Speer von Leonidas? Darf ich ihn halten? Kannst du. Aber erst musst du mir einen Gefallen tun. Deine Mutter braucht dich. Wirst du mir beibringen, ein mächtiger Krieger zu sein? Ich mache das, was ich seiner Mutter versprochen habe. Deine Mutter möchte, dass du ein Bauer wirst. Und genau das werde ich dir beibringen. Aber Landwirtschaft ist langweilig. Ich will ein Krieger werden, wie du. Immer wenn ich die Sonne aufgehen sehe, weiß ich nicht, ob ich auch die Nacht erleben werde. Wenn ich meine Lieben zurücklasse, dann in der Ungewissheit, dass ich sie vielleicht nie wiedersehe. Willst du so ein Leben führen? Gut, dann folge mir. Hast du von dem Dichter Hesiodos gehört? Nein. Ich kenne Homeros und Achilleus, Hektor, ja, Odysseus und das riesige Pferd. Studiere Homeros, wenn du Menschen unter die Erde bringen willst. Von Hesiodos wirst du lernen, wie man etwas aus ihr wachsen lässt. Langweilig. Doch. Langweilig. Fackeln wir ein paar Büsche ab. Warum? Damit neues Leben wachsen kann, muss das alte weichen. Warum? Weil die Büsche die Erde ersticken und verhindern, dass neue Pflanzen wachsen können. Warum? Warum? Darum. Ich dachte, ich würde Bett gewürzt machen. Was denn das? Jetzt zeige ich dir, wie man ein Huhn tötet. Ich will nicht. Ich mag Hühner. Wenn du deine Familie ernähren willst, wirst du dafür ein paar Hühner opfern müssen. Du musst sie nicht heute töten, aber schau genau zu, wie ich es mache. Sauber und präzise. Will ich eigentlich auch mitmachen. Okay. Die Hühner greifen mich an, das ist... Was ist mit dem geschehen, dessen Finger du abgeschnitten hast? Er lief los und holte seine Brüder. Sie schlugen mich fies zusammen. Hattest du denn keine Freunde, die dich beschützt haben? Erst als ich dieses kleine Mädchen zwischen mich und diese Jungen stellte und ihn mit dem Zorn des Ares entgegenbrüllte, mich in Ruhe zu lassen, ließen sie von mir ab. Im Ernst? Ein Mädchen? Wer? Dieses Mädchen war ich. Martha! Kassandra hat mir beigebracht, wie man ein Bauer wird. Aber du könntest mich lehren, tapfer zu sein. Eines Tages vielleicht. Ja, sie hat mir von Hesiodos erzählt. Sie hat mir beigebracht, das Alte zu verbrennen, weil es das Neue erstickt. Und dann hat sie eine ganze Schar Hühner abgemurkst. Einfach so. Klingt, als wärt ihr heute fleißig gewesen. Dein Junge lernt schnell. Danke. Das bedeutet mir unendlich viel. Es ist schön, dass du hier bist, Kassandra. Aber ich fühle mich ein bisschen schuldig. Wir waren so viele Jahre lang getrennt und du verbringst die meiste Zeit mit Arion. Stehlen wir uns doch von allem davon. Nur wir beide. Es gibt einen Markt in Tegea, auf dem ich schon ewig nicht mehr gewesen bin. Es gibt Essen und Wein und Musik. Ja, klingt gut. Ein Abend nur für uns klingt wunderbar. Aber was ist mit Arion?
Mach dir keine Sorgen um ihn. Sorge dich nur darum, mich in Tegea zu treffen. Ich sollte vor unserem Abend herausfinden, was Anais mag. Anais hat ja einen Olivenvorrat für ein ganzes Leben. Hier bewahrt Anais also ihren Wein auf. Boah, riecht stark. Mir wird ja allein schon vom Geruch schwindelig. Fehlt aber noch. Okay, es ist ein Auge ums Haus rum. Hallo. Ja? Ah! Anais erwähnt ja nicht, dass sie Honig gemacht hat. Okay. Na, also auf nach Tegea. Wo mein eigenes Pferd? Los geht's. Komm schon. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir setzen ihn mal ein bisschen durch den Wald ab. Ist das der Gehen? Nee, sieht nicht so nach aus. Das sieht danach aus. Da bist du ja. Komm, suchen wir uns etwas zu essen und zu trinken, ja? Die Händler haben die köstlichste Auswahl. Und heute Abend überlasse ich alle Entscheidungen dir. Weißt du noch, wie wir immer essen auf den Märkten von Kefalin? Ja, das stimmt. Wir könnten auch hier stehen, in der alten Zeit leben. Immer nur Ärger im Sinn.
Willkommen, meine Lieben. Ich habe eine wunderbare Auswahl an Weinen für dich und diese liebreizende Dame. Nur die feinsten Trauben aus den besten Lagen. Mögt ihr eure Weine trocken, lieblich oder schwer? Du hast die ganze Welt bereist. Du musst die besten Weine kennen. Stark. Diese Frau ist eine alleinstehende Mutter, die einen eigenen Hof leitet. Sie mag ihren Wein schwer. Du kennst mich so gut. Schwerer Wein ist der beste Wein. Haben wir ja gelernt. Machst du die Kamera jetzt gerade mal aus? Naja, wahrscheinlich eh gleich wieder ein Video kommt. Alles riecht so lecker. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Oliven und Honig. Riecht ihr das? Das ist das leckerste Essen in ganz Tegea. Verratet mir, was darf es sein? Wir haben Lammkeule mit Reis und Oliven, Brathähnchen mit frischem Gemüse und Ziegenschmortopf. Entscheidungen, Entscheidungen. Dann nehmen wir das Erste. Lamm mit Reis und Oliven. Wir nehmen das Lamm mit Oliven, bitte. Ich liebe Oliven. Ich werde dieses Mal verschlingen. Und danach verschlinge ich dich. Ja, als letztes Mal irgendwas mit Honig. Oh, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich das gebracht habe. Willkommen, willkommen! Wenn du eine Naschkatze bist, dann habe ich süße Leckereien für dich. Was darf es sein? Traubenpudding mit Walnüssen? Frische Erdbeeren mit Sahne? Oder mit Honig beträufelte Bratbirnen? Triff eine kluge Wahl. Ich liebe Süßes. Was mit dem Honig? Birnen klingen köstlich. Homeros nannte sie Geschenke der Götter. Aber es ist der Honig, der sie erst richtig göttlich macht. Wir haben ja aufgepasst. Der Abend war wunderbar. Du wusstest genau, wonach mir der Sinn steht. Und nun verrate mir doch, was du willst, ja? Ich zeige es dir. Arion, was ist los? Ihr Götter, was ist dir zugestoßen? Banditen! Sie kamen und nahmen sich alles. Ich habe versucht, das Haus zu beschützen. Aber sie waren einfach viel zu groß. Du hättest nicht versuchen sollen, gegen sie zu kämpfen. Alles, was sie mitnehmen, lässt sich ersetzen. Aber dich kann ich nicht ersetzen. Das wäre nicht geschehen, wenn du mich zum Krieger ausgebildet hättest. Er wird schon wieder. Es sind nur ein paar Kratzer. Ich bin froh, dass Arion sicher ist. Du hast recht. Er ist jetzt sicher und das ist, was zählt. Cassandra, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Und was? Weil du hier bist, empfinde ich das erste Mal seit dem Tod meines Mannes wieder Freude. Ich hatte gehofft, dass du noch die gleiche wärst, die ich auf Kefalenia liebte. Dass hier ein Platz für dich wäre, wenn du auch so empfindest. Anaïs. Umstand, dass du auf mich gehört und Arion nicht beigebracht hast, wie man kämpft, beweist mir, dass ich dir vertrauen kann. Es wäre wunderbar, wenn du bei uns bliebest. Das geht aber nicht.
Genau das müssen wir sagen. Wir haben so viel andere Sache zu erledigen. Ich liebe dich, Anaïs. Ich habe dich immer geliebt. Aber... Ich weiß, ich weiß. Du hast es schon immer gehasst, an einem Ort bleiben zu müssen. Du konntest es nicht erwarten, Kefalinia zu verlassen. Du warst mir das Liebste auf der Insel. Aber es wird Zeit für mich zu gehen. Ich verstehe. Du sollst nur wissen, dass du hier immer mit offenen Armen empfangen wirst, wenn du in Arkadien bist. So. Hoppla. Ups. Da wollte ich hin. Da oben ist der Schiffsdock. Ich bin jetzt mal ein paar Sachen, die ich einfach mal ins Schiff lege. Weil ich Angst habe, dass mir mein Inventar wieder zumüllt. Dann haben wir hier noch zwei, ach Gott, wie gesagt, zwei Fragezeichen zum Entdecken. Und dann gebe ich mal die eine Quest ab. Und dann fahren wir mal weiter. Ich habe ja immer noch diese eine Quest, die ich mit mir rumschleife. So, wir rufen mal ans Schiff. Sorry, ich brauche die Truhe. So, interagieren. Lagern. Das Problem ist, hier kann ich da auch nicht mehr reinmachen. Gott, ich hab so viel. Gott, ich hab so viel. Man ein Limit hat für Sachen, die man lagern kann, das nervt mich. Ah. Die schwarzen Sachen zerstöre ich sowieso. Lege ich sowieso. Jetzt kann ich nichts mehr reinmachen. Jetzt mal kurz, was ich im Inventar doppelt habe. Ob ich irgendwelche Waffen jetzt noch doppelt habe. Thank you.
Was Deutsch, Mutter Deutsch, Mutter Deutsch, und Zwiebelinia. Meisterblinia. Da haben wir doch schon mal was. Den zerlege ich. Chirurgenfliegen, linker Deutsch. Können wir auch damit zerlegen. Giftmischer Deutsch, Tücher aus Geschenk. Okay. Atlantisch-Streitkolben, Kolossal-Streitkolben. Ja. Wie gesagt, ich schaue mir nur mal die Sachen an, die ich jetzt hier im Inventar habe. Alles andere mal später. Offscreen. Spieß. Weg. So. Bögen. Sorry, der kommt weg. Ja, Bogen auch weg. Schön Bogen. Jetzt zählt er weiter. Das mal Bogen, der Kurfbogen, Bogen des Achilles. Blitzbogen, verzierter Bogen, da haben wir doch. Zierter Valentinsbogen, Eschenbogen, Blickenbogen, Reflexbogen. Also Eschenbogen haben wir doch zweimal, oder? Dann mache ich aber den seltenen weg. Okay. Ein kritischer Helm. Ein kritischer Helm weg. Den haben wir zweimal weg. Spoltern. Weg. Der Königsherrn. Was da wird damit bin? Zeremonienherrn. Narrenbinde. Herrn der Professorium. Jetzt immer mal wieder hochgucken. Gar nicht für Heldenhelm. Des Arthurs. Okay. Geschlagene Armschienen weg. Plattengesetzte Armschienen, seltene Armschienen. Attentäter Armschienen. Männer Dunkelstahl, Spartanischer. Borsier, das Halbgott, seltener Handschuh, haben wir hier oben. Werde ich aber die seltenen wegmachen. Krempel. Ich habe auch bessere Rüstung bekommen. So, eine leichte Athena Rüstung, leichte Athena Rüstung. Die weg. Ja,
Leichte Athena-Rüstung, dann wieder weg. Oberradbrustplatte. Wenn ich zwei habe, werde ich die seltene wegmachen. Katana, weg. Weg. Grenadinotorax. Ist der eines persischen Kriegers. Jetzt sind wir auch im Sterblichen. Kriegers Brustplatte, leichter. Grenadinotorax. Weg von die weg. Mausebrustschutz. Wester Brustschutz, Wohnlesermantel. Installierte mechanische Rüstung, Piratenrüstung, schwere Athena Brustflatte habe ich da. Ne, die haben wir nicht kaputt, oder? Das ist Agamemnon, obere Brustplatte. Meine obere Brustplatte. Haben wir aber, glaube ich, auch schon. Yep. Weg damit. Dunkelstahl. Schiffsführer, die Hand des Reisenden. Ja. Bin gleich fertig, ich bin gleich soweit. Tenavius. Mit einer Hüftruin. Der kommt weg. Die Medizinscheibe bin halt ich. Der kommt weg. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz. Den Rest mache ich ein andermal. So, wir kümmern uns jetzt noch um unsere übrigen Aufgaben. So. Und ich ziehe mal noch bessere Ausrüstung. Hm? Jetzt setze ich definitiv was anderes über. Nee, die Athena. Ja, die Athena Heldenrüstung. Der ist besser. Dann müssen wir zurück. Sehen sogar relativ gut aus, die Armschienen. Hüftriemen des Agamemnon. Lass das einfach mal für den Moment so. Oder warte mal, den Hüftriemen ziehe ich mal ein anderer.
Passt einfach besser. So. Hatte? Die zwei Dinger will ich hier noch angucken. War mir klar. Verfluchte Piraten. Die Gegend wird gut bewacht. Ja. Wie heldenhaft von dir. Die Mäuren führten dich zu mir. Ich danke dir von Herzen. Ja, ja. So, und da oben noch das Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen sage ich schon wieder, das Fragezeichen. Die Sonne geht auf. Ja. War das sonst nie ein Thema? Schon wieder lang hier? Yep. Wir haben den Laden nichts. Was das war.
So. Dann müssen wir raus. Egal wer! Hilfe! So. Das hätten wir. Das machen wir nicht. Was sind da so viele so viele Fragezeichen hier, die ich immer noch nicht habe? So, aber das will ich jetzt auf jeden Fall mal abgeben. Und wer hat noch was für uns? So. Dazu müssen wir aber genau hier hin. Zum Tempel der Artemis. Wahrscheinlich muss ich hier wieder aus dem Gebiet raus. Ich hätte ja gern zwei Tiere abgegeben, aber wenn nur eins geht, geht halt nur eins. Entschuldigung.